Ist der Hinzuverdienst neben der Altersrente oder Erwerbsminderungsrente steuerfrei? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Sie können sich noch daran erinnern, bis zum 31.12.2022 gab es eine anrechnungsfreie Hinzuverdienstgrenze bei vorgezogenen Altersrenten. Das sind die Altersrenten, die der Versicherte oder die Versicherte vor Vollendung Lebensalter Regelaltersgrenze bezogen oder beziehen konnten, in Höhe von 46.060 Euro brutto. Grundsätzlich ist dieser Hinzuverdienst steuerpflichtig, ganz klar, gar keine Frage. Ab dem 01.01.2023 gibt es keinen anrechenbaren Hinzuverdienst mehr bei vorgezogenen Altersrenten. Wer jetzt irrichter Annahme ist, dass der weggefallene Hinzuverdienst gleichzeitig auch ein Wegfall der Steuerpflicht für seinen Hinzuverdienst neben der Rente bedeutet, der irrt hier ganz gewaltig, meine Damen und Herren. Der Wegfall der Hinzuverdienstgrenze bei vorgezogenen Altersrenten bedeutet doch nur, dass dieser Hinzuverdienst an die Altersrente nicht mehr angerechnet wird. Aber selbstverständlich müssen Sie aus diesem Hinzuverdienst Ihre Steuern zahlen, soweit Sie über die Geringfügigkeitsgrenze 520 Euro im Monat drüber hinwegkommen. Wenn Sie nur einen Minijob haben neben der Altersrente, ist dieser Minijob im Normalfall mit der sogenannten Pauschalversteuerung für Sie steuerfreies Entgelt. Und hier gilt natürlich dann die Regel, dass Sie diese 520 Euro selbstverständlich, auch wenn Sie 1 Million Euro im Monat verdienen würden, nicht an die Rente angerechnet wird. Ich spreche hier von der Altersrente. Bei Erwerbsminderungsrenten gibt es da, was die Anrechnung anbetrifft, andere Regeln, weil wir hier bei der Erwerbsminderungsrente ab dem 01.01.2023 deutlich gestiegene Hinzuverdienstgrenzen haben, je nachdem, ob teilweise oder volle Erwerbsminderungsrente. Aber Sie merken sich bitte für die Zukunft, damit es hier keinen Zweifel gibt, Sie müssen einen Hinzuverdienst, der über der Geringfügigkeitsgrenze liegt, auf jeden Fall versteuern. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.